Mit dir sind die dümmsten Games noch lustiger, ist die beste GNU. Danke Mary Jane oder Helga Pataki für diesen netten Kommentar. Zu Risiken und Nebenwirkungen schreiben Sie ein Intro in die Kommentare oder lassen Sie es. Mein Buch, ihr könnt das jetzt noch vorbestellen oder in jedem Buchhandel auch schon mal vorbestellen. Das ganze Buch ist so mein Leben mit meinen positiven wie auch schrecklich negativen Erlebnissen hier in einem Buch. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Bestellt es euch gerne jetzt vor. Und ab dem 19.07. in jedem Store erhältlich und jetzt auch schon zum Vorbestellen. Link in der Beschreibung und jetzt viel Spaß bei dem Video. Hallöchen und willkommen zu einem neuen Video. Und heute, wie es die liebe Mary Jane schon gesagt hat, wird es wieder richtig dumm. Wir spielen nämlich ein Moskito und ich glaube, wir kennen es alle. Es ist extrem ätzend, wenn man nachts schlafen möchte und von einer Mücke geweckt wird. Ihr könnt immer in die Kommentare schreiben, wie ihr es nennt. Ich kenne das Wort Schnakel, Mücke, Moskito. Wie nennt ihr es? Wir werden jetzt auf jeden Fall, wie ich hier sehe, leicht bekleidete Frauen stechen. Ich bin sehr gespannt und saugen uns mal mit Blut voll. Lasst auf jeden Fall Daumen nach oben da, über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Einige von euch schauen die Videos und abonnieren nicht. Drückt auf den Abo-Button, das ist nur gut für euch. Und folgt gerne auf meinen zweiten Kanal Verspieltes Blu. Da gibt es alles an Let's Plays, was ihr euch sonst immer so wünscht. Und mein dritten Kanal, da findet ihr ganz feine Kost. Jasmin Glu heißt der übrigens. So, wir fangen an, tap to start und... Oh mein Gott... Es tut mir so leid. Wo muss ich denn hin? Hä? Also muss ich saugen? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung. Wo soll ich denn stechen? Oh mein Gott, Hilfe. Diese Lenkung einfach nur. Oh girl, oh girl. Ich mache mich hier gerade strafbar. Oh mein Gott. Ich bin gerade so ein bisschen confused. Wo muss ich hin? Darf ich dir eine dritte Brust zaubern? Ich mache das sehr gerne. Hä? Ey, ihr Kopf ist halt einfach so, ey, die sieht so ungesund aus, einfach nur. Warte mal. Achso, bleibe ich dann stehen, ne? Und dann kann ich zustechen. Aber wie steche ich denn zu eigentlich? Oder kann ich zustechen, wo ich will? Hier. Ah, ich kann stechen, wo ich will. Ja, warte mal, dann mache ich dir jetzt meine dritte Brust. So, let's go. Oh, da will sie klatschen. So, jetzt. Guckt mal. Okay. Yes! Glückwunsch! Sie haben... Oh mein Gott, ist sie jetzt gestorben? Holy sch... Oh mein Gott. Was ist denn mit dir? Oh mein Gott, ihr Kopf! Sie hat ihr Genick gebrochen. Okay, dann lass mal anfangen. Ich würde dir gerne hier etwas Schönes hinzaubern. So, kann ich hier das gleich im Auge? Oh mein Gott, kann ich ins Auge? Nee, kann ich nicht. Ah, aua, das muss so wehtun unterm Auge. Und sie sieht's halt auch noch, ne? Es leid, weil sie slappt. Oh Gott, fürchterlich. Sie haut sich selber mit der Faust aufs Auge. Oh mein Gott, Girl. Ja, da hilft dann die Clairasil-Creme auch nichts mehr, ne? Möchte ich hier nur mal an. Genau, hau dir selber ins Gesicht. Und sie ist tot. Mein Gott, was passiert denn mit der? Das ist die ordinär irgendwie. Okay, was ist das jetzt hier? Ein nackter Mann? Lass mal gucken. So, was schaut er denn hier eigentlich gerade? Was, der schaut sich Männer oben ohne an? Was schaut er denn da gerade? Was zur Hölle ist das? Guckst du dir TikTok an? Okay, sieht aus wie Meister Proper. Ich mache ihn mal Nipples. Er hat noch keine. So, let's go. Hier einmal einen hin. Halt. Da. Nee, warte mal. Ich sehe gerade gar nicht, wo ich bin. Ah, hier ist doch die Brust, oder? Hier machen wir jetzt einmal einen hin. So, sehr schön. Jeder Mensch braucht Brustwarzen, Leute. Ah, nein! Nein, jetzt hat er drei Brust... Egal, es gibt ja Menschen, die haben drei Brustwarzen. Jetzt hat er vier. Mann, du hast meine Arbeit zerstört. So, saug. Saug ihn größer. Saug. Darf ich mir das Ergebnis jetzt bitte auch anschauen? Oh Mann, jetzt hat er so viele Nippels hier. Wollte ich gar nicht. Kommt denn die Arme aus seiner Brust raus? So, wir stechen hier nochmal rein. Mann, es war ja doch fast perfekt gewesen. Ich will es von vorne sehen. Was zur Hölle? Warte mal. Was macht die denn da? Steche ich Leichen? Okay, ist das jetzt verlockend? Das muss jetzt zensiert werden komplett, aber ich muss es einmal tun. Okay, dann weg vom Röckchen. Wir können wieder einblenden. So, so eine dritte Brust macht sich doch gut, oder Girl? Warum hat die weiße Wimpern? So, hier machen wir mal so einen schönen alter Pickel drauf. Boah, ist das grausig. Boah, sieht das grausig aus. Das ist ja wirklich wie so eine Brustwarze. Hier noch so einen schönen Nippel hinzaubern. Wunder, wunder, wunderschön. Hier noch schön unterm Hals. Wunderbar. Oh mein Gott. Was passiert denn mit ihr? Das passiert mir übrigens auch immer, wenn ich gestochen werde. Dann mache ich erstmal Ratschläge durch die Luft. Oh, ein Bonuslevel. Aber natürlich.
Okay, ich dachte eigentlich, du wärst in der Wanne, Girl. Aber okay, damit kann ich auch arbeiten. So, immer mal eine, die lebt. Also wir sehen, dass sie lebt. Wer geht eigentlich duschen mit Sportkleidung? Kann mir das mal jemand sagen? Great, wunderbar. So, ich möchte dir gern in den Bauchnabel. Nein, in den Bauchnabel, in den Bauchnabel. Ja, genau da. Nein! Du machst meine Arbeit. Wie sich auf den Ranzen klatscht. So, erstmal von oben. So, warte mal. Ich will in den Bauchnabel rein. Nein. Moment. Das. Nein. 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 Ja. So, jetzt aber richtig groß. Los, let's go. Saug. Jetzt sieht sie aus wie so ein Troll, der so einen Knopf da hat. So, schaut euch mal jetzt. Bam! Intimrasur. So, zieh nochmal eine Intimrasur an den Schenkel rein. Oh mein Gott, was passiert denn mit denen immer? Okay, was zur Hölle hast du in den Haaren? Girl? Girl? Ich mach dir eine zweite Po-Backe. Warte, ich mach dir deinen Po größer. Halt! Das ist doch jetzt Trend, habe ich gehört. Ach nee, jetzt lassen es ja wieder alle auflösen. Habt ihr das mitbekommen? Sich wieder alle den großen Hintern versuchen zu verkleinern, was eigentlich gar nicht möglich ist, weil man die Haut am Po nicht straffen kann. So, schau mal. Das lässt sich doch... Ey, das sieht so eklig aus, ne? Also muss ich schon echt sagen, ich bin so fett gesaugt. Komm, da steche ich gleich nochmal rein. Die I, das sieht so... Oh, das, hey, du hast einen Nippel hinten am... Tschüss. Was zur Hölle ist das? Was passiert mit ihr? Wie groß ist der Fernseher eigentlich? Geil, den kann ich jetzt mal Brustwarzen machen. Let's go. So, komm, das schaffe ich jetzt aber, oder? Da mache ich jetzt aber einen hin. Meister Popper, der braucht Nippels. Also ohne Nippels geht es nicht. So, sehr schön. Komm, saug. 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 Schneller, Kleines. Schneller. Ja. Mach ihn größer. That's what she said. Dann halt in den Finger, ist mir auch egal. Oh, saug dich größer. Sehr schön. Hey, wir hätten nicht gern Nippel am Finger. Der neueste Schrei. Glückwunsch. Sie können jetzt mit der Hand stillen. Okay, was zur Hölle? Ach, der kackt gerade. Okay, ich will, dass du einen Nippel an der Stirn hast. Nippelman, dein drittes Auge. Nein! Das ist Kunst! Da darf nicht interrupted werden. So, ich mache einen Nippel auf dem Nippel. Ein Nippel auf den Nippel. Oh... Oh, genau. Hau dir selber auf die Stirn. Da nochmal einen reinsetzen. Sehr schön. Boah, es ist eklig. So, was gibt's hier denn noch so? Lass mal gucken. Ach, sie ist jetzt kacken. Mit Hose an. Na, Girl, das geht aber gar nicht. So, hier mal direkt schön wieder am Auge. So, hier. Kann jetzt immer jemand... Es ist so dumm einfach nur. So eklig einfach, dass sie auch jetzt auf der Hose wieder diese zerrissenen Strumpfhose auf dem Klo sitzt. Ja, das schmeckt doch gut, oder? So, Glückwunsch. Noch an den Schenkel schön dran. Yes. Und sie stirbt wieder. Okay, oh, da gibt es Besonderes, oder? VIP-Level, Leute. Ich hole mir jetzt den Schlüssel. Damit kann ich bestimmt irgendwas ganz Besonderes machen. Und die sehen mich auch nicht mal, ne? So, du kriegst jetzt hier so einen Nippel drauf. Sehr schön. Das ist die neueste, das ist der neueste Schrei. Machen wir direkt noch mal eine hin. Oh, Glück gehabt. So, hier, sehr schön. Hm. Oh, ganz knapp geschafft. Oh mein Gott, was ist mit seinem Gesicht passiert? Weil er sich die Faust reingehauen hat, oder was? So, es ist also ein Streamer-Girl, oder was? Was sind die eigentlich so für Bilder? So wird also gestreamt hier, ne? So wird also, es ist ja komplett, als hätte die nichts an. So, dann würde ich aber sagen, machen wir hier noch so schön einen roten Punkt hin, dass sich im Stream jeder anspricht und sagt, was hast du denn da? So, wo kommt eigentlich diese random Hand immer her? Die klatscht dir da erstmal drauf. Pro Subs gibt es eine Brustklatscher. So, wer Saft giftet, gibt es einen schönen Klatscher drauf. Ja, saug dich groß, mein kleiner Saug. Quatsch, also der Faust schön drauf auf das Dekolleté schlagen, genauso. So, gestorben. Vorm Stream, im Stream. So, ich habe die Aufgabe von vorhin nicht vergessen, Leute. Man wird ja auf Twitch, glaube ich, gebannt, wenn man Nippel sieht. Einfach so, ohne dass man irgendwie... Halt, da muss ich hier ansetzen. Ohne dass man irgendwie was anhat. Deswegen machen wir hier mal schön jetzt einen hin. Jetzt haut er sich da auch noch drauf. Das gibt auf jeden Fall einen Permaban. So, let's go. Komm schon. Let's go! Schneller, mach doch! So, jetzt gucke ich mir jetzt von Weitem an. Wie sieht's denn aus? Ich würde es gern von Weitem sehen. Die sind überhaupt nicht symmetrisch, Mensch.
Okay, was gibt's hier zu essen? Sieht auf jeden Fall gut aus. Romantisch. Der Kühlschrank hinten ist einfach so ein Hamburger und der Kühlschrank ist offen. Okay, meine Liebe. Let's go. Ey. Es ist so dumm, das Ende ist eigentlich fast am witzigsten. Okay, Leute, genug Menschen gestochen und ihnen scheinbar wirklich das Leben genommen. Empfehlt mir gern weitere verrückte Mobile-Games. Kann auch gern Spiele auf Steam sein, also auch andere Spiele. Es muss nicht mobile sein. Ich bin für alles offen auf diesem Kanal. Hauptsache, es ist bescheuert und cool. Lasst mir auf jeden Fall ein Abo da und folgt mir auch gerne auf Instagram unter Jasmin Gnu. Und wenn ihr das nächste Mal eine Schnarke um euch rum habt, denkt dran, Decke drüber und die Füßchen mit unter die Decke nehmen. Sonst kommt vielleicht mein Mr. Mosquito rein und ihr habt vielleicht am nächsten Tag einen Nippel auf dem Bein.